So. Was? Was passiert? Völlige Eskalationsstufe. Als du den Starman die Ex besiegt hast, ist die Stonehenge Base einfach in sich zusammen. Oder hat einfach aufgehört zu funktionieren. Vielleicht da irgendwas. Nö, ja. Jetzt Phase 2, hör auf. Nichts mit Phase 2. Ach, da sind sie alle. Ho! Kidnapped! Happy! Gerettet! Ich geb dir eine Schlaufe! Ness hat einen Saturn-Ribbon bekommen. Ist das was Gutes? Ist das was zum Ausrüsten? Wahrscheinlich, ne? Saturn-Ribbon. Miscellaneous Equipment, also Zeug zum Anlegen, das auch nur von Paula verwendet werden kann. Ja, also Glück wird erhöht und es ist genau die gleiche, die Mr. Saturn um seinen Kopf trägt. Ja, dann wollen wir das nochmal Paula geben, ne? Also wenn es direkt für sie ist. Müssen wir nur mal Monkey Love, geben wir jetzt mal... Ja, wie sagt ihr, die Inventar ist immer so eine Sache. Gehen wir mal einen Puh weiter. So, dann würde ich sagen, Gutze. Wie gesagt, freut mich, wenn dir die Tierlisten gefallen haben. Also, ich versuch da auch mal in so unregelmäßigen Abständen neue aufzunehmen und hochzuladen. Also einfach über Themen, über die ich sprechen möchte. Das lohnt, also, es bietet sich dann halt auch an, da mal über ja, so ein paar nerdige Themen zu sprechen. Und das macht dann auch einfach mal Spaß. So. Wahrscheinlich Bracelets. Ne, Pixie Bracelets. Buddy ist es, ne? Dann aber. So. Ja, Defensive von 143 auf 183. Perfekt. So, sagst du. Oh, ich hatte Angst, aber ich wusste, dass ich gerettet werde von solchen tapferen... ich saß hier nur rum und habe sehr lange gewartet. Und lange genug gewartet, ne? Das war genau, was ich dachte, aber ich habe schon begonnen, die Hoffnung zu verlieren. Ich bin so glücklich, dass ihr mich alle gerettet habt, nach aller Zeit, ne? Tja, so funktioniert das, ne? Also, aber ist das nicht süß? Wir haben jetzt genau die gleiche Schlaufe wie der Saturn auf dem Kopf, ne? Oder hat Paula zumindest jetzt im Haar. Ja, aber so kann man es auch machen, ne? Gut, ich mache nichts, damit ich irgendwie gerettet werde. Ich warte einfach lange genug. Irgendwann kommt schon jemand. Ach, das... Ich hab erwartet, dass du ungefähr... dass du eine 7%ige Chance hast, mich zu retten. Ne? Ich dachte, es wäre eine gute Möglichkeit, Mr. Saturn zu treffen. Ne? Ich habe auch Dr. Adonats getroffen, ne? Bis später. Was? Du suchst nach dem Buch, wie man seine Schüchternheit überwindet. Ich hab's in die Onet-Bücherei gepackt, ne? Wow. Bitte benutze das Buch, um den schüchternen Tender-Stamm zu helfen. Wie dem auch sei. Weil ich dich kenne, hatte ich eine... Also, nur weil ich dich kenne, hatte ich jetzt eine wunderbare Erfahrung. Wow. Ich wurde von irgendeinem so komischen Geiges, Miesling da, gefangen genommen, ne? So, was machst du? Ja, seit unserer Gefangenschaft, also nachdem unsere Gefangenschaft jetzt vorbei ist, möchte ich einen neuen Phasendistorter so bald wie möglich ausprobieren und starten. Oh, ich habe was vergessen, dir zu danken. Danke. Ja, mach dir keine Gedanken um uns, ne? Du hast wichtigere Dinge zu tun. Ihr könntet mal aus dem Weg gehen. Wie wär's mal damit? Ich komme gar nicht durch. So. Wow, danke. Weißt du, es ist ja nett, dass du dich bedankst, aber... was habe ich davon? Ich meine, ich habe mein Leben riskiert. Jeff ist tot. Ja, ich weiß nicht. Wo ist Jeff? Ness, du hast Jeff sein Schicksal... was? Sein Schicksal geändert. Bring Jeff zurück. Bring meine Freundschaft... bring meine Freundschaft mit Jeff zurück. Jeff. Okay, dann ist ja gut, dann... ist das jetzt wichtig, dass ich das mache? Scheinbar schon. Habe ich noch einen? Ne, ich habe keine mehr, oder? Doch, eine hatte ich noch. Secret Herb. Komm, ist egal. Wir kaufen uns einfach dann neue. Dann ist es so. Scheinbar will ja unbedingt Jeff sehen. Da, Jeff. Jeff, mein Kumpel. Oh mein Gott, oh. Du bist gekommen, um mich zu retten. Mein Kumpel. Ness? Ich bin Tony. Ich bin Jeffs bester Freund. Ich kannte ihn schon seit ganz langer Zeit, ja. Das war's, du Arschloch! Ich dachte, du gibst irgendwas hier. Ist das dein Ernst? Wow.
Ganz ehrlich, die sind alle total undankbar. Der Einzige, der wirklich dankbar ist, ist Mr. Saturn, aber wundert sich, ganz ehrlich, die Saturns sind einfach toll. Ja, das ist der glücklichste Moment meines Lebens. Egal was passiert, ich werde leben, leben, leben für Tausende von Zehntausende von Jahren, ey. Danke, dass du das alles für mich gemacht hast. Oh ja, Friede sei mit dir. Ja, ich wurde gekidnappt, während ich eine Kuh gemolken habe auf meiner Farm, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass die, dass sie so einen Typen wie mich einfach kidnappen, ne? Können wir uns jetzt irgendwie teleportieren? Geht das hier? Wahrscheinlich nicht. Wir müssen zu Fuß rauslatschen, in der Hoffnung, dass ich jetzt nicht angegriffen werde. Ich finde gut, wie wichtige Wissenschaftler und Freunde gekidnappt wurden. Und dann noch ein random Hippie und Mr. D. Naja. Warum nicht, ne? Ich meine, Mr. T, das ist doch schon, also, ich meine, wenn Aliens schon kommen, ne? Und kann ich dich nehmen? Was ist hier? Bitte nimm meinen Sohn mit. Ja. Aber ich habe einen anderen Sohn, habe ich abgegeben. Ja, Mr. T, so, das wäre doch, also, wenn ich so ein Alien wäre, würde ich Mr. T auch mitnehmen, ne? Warum nicht, ne? Ja, und ich weiß, na, Apple Kid, Alter. Gut, Apple Kid ist schon ein guter Wissenschaftler. Ne? Man darf jetzt nicht ihn unterschätzen, nur weil er ein Kind ist, ne? Also besser zumindest als Orange Kid, der einfach nur kochte Eier wieder ungekocht machen möchte, ja? Das ist sozusagen seine große Errungenschaft. Ja, gut, das ist jetzt eher weniger spannend, einfach die ganze Zeit zurückzulatschen, aber wir können uns das Geschenk da oben holen, weil, wie man sieht, keine Gegner in Sicht, ne? Boah, ich bin auch froh, dass wir den Punkt hier geschafft haben. Das war schon ein bisschen anstrengend. Bin ich mal ganz ehrlich. Also Geschenk geöffnet. Cup of Life Noodles. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt wieder ein Item, womit wir unsere Verbündeten wiederbeleben können. Alle freuen sich. Alle lächeln wieder. Außer man sieht sie von vorne. Dann gucken sie immer so ein bisschen genervt und desorientiert. Ui, ui. So, weiter nach unten. Lalalala. Schubidubidubidubidu. So, na komm. Weiter geht's. Ja. Ist ein langer Weg nach draußen, ne? Ich meine, wir haben es zwar ewig gebraucht irgendwie. Ich meine, die Aufnahme läuft jetzt 53 Minuten. Oder der Stream, aber es hat sich gelohnt. Also, jetzt ist es zumindest geschafft. So einen Darmabschnitt haben wir noch. Und dann sollten wir ja eigentlich durch sein. Und dann hoffe ich mal, dass wir dann bald wieder nach Dalam zurückkehren, weil wir wollen ja noch. Nee, waren wir schon. Wir wollen ja noch den nächsten. Ich möchte mal lernen, den nächsten Guardian besiegen, ne? Das ist auch schon ein Weichen, ja. Aber erstmal müssen wir nach Odenet wieder. Aber nicht bevor wir gespeichert haben. Da oben müssen wir lang, oder? Ich glaube schon. Ugh. Labyrinthe. Labyrinthe. Sie nehmen kein Ende. Sag mal, bin ich denn wieder da? Bin ich denn mal wieder beim Eingang? Das kann doch nicht so lange dauern hier. Los, weiter. Da, so, jetzt. Meine Fresse. Das war eine schwere Geburt hier. Oh, Junge. Ernsthaft. Lass mich doch mal ein bisschen Luft schnappen. Ja, jetzt pullt er wieder rum hier. Nein, lass mich in Ruhe. Wegrennen. Komm. Die sind mir unterlegen, das heißt, ich kann wegrennen. Egal, ich renn weg. Ich bin gleich bei der Wiederbelebungsmaschine. Das ist in Ordnung. Komm weg jetzt. Ich will nicht kämpfen. Ich habe keinen Bock mehr. Oh, Leute. Hey, wie oft willst du noch rumschreien? Ich meine, mittlerweile dürfte Jeff doch gar keine Verteidigung mehr haben, oder? Oh,
Puh ist tot, ist okay. Wegrennen. Wegrennen! Das kann doch nicht sein! Komm schon! Wegrennen. Jetzt! Oh. Ja, tolles Foto. Zwei meiner Leute sind tot. Ja, da landet er schön da auf dem Schneedach des Stonehenge. Ja, hier, Hashtag Selfie. Ja, ihr wisst Bescheid. Ja, ich mache wieder meine Fotos und fliege dann weg mit meinem fliegenden Zylinder hier. Tolles Foto. Das ist eigentlich eine traurige Erinnerung, ja. Da möchte ich gar nicht dran denken. Ne? Die Hälfte meiner Bande ist komplett ausgelöscht, ja. Was für eine glückliche Erinnerung. So, Wiederbelebung. Und jetzt, und, ich spüre die Kraft in mir. Ah, schön. Allen geht's gut. Jetzt hatten wir schon, ja, wir können nochmal ein bisschen Revitalisierungskraft durch unseren Körper wandern lassen. Stell dir mal vor, du hast einen Autounfall und dann kommt dieser Typ und will ein Foto machen. Genau, das ist im Grunde jetzt gerade passiert. Ja, du weißt nicht, was er sonst, womit er sonst noch so sein Geld verdient, ne? Da kommt mir halt schon die ganze Zeit etwas suspekt vor. Ne? Ist vielleicht wirklich derjenige, der immer, weißt du, wenn große Unfälle stattfinden, ne? Und dann rückt die Feuerwehr an, kommt der vom Himmel geflogen, blockiert am besten die ganzen Rettungseinsätze und macht Fotos und fliegt wieder weg. Und stellt sie dann auf seinem Instagram hoch oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, also die Mutter habe ich jetzt angerufen, das heißt, Heimweh ist jetzt auch vorbei. So, Dad, ich bin sein Vater. Geld auf dein Konto, ja bitte, das habe ich mir jetzt auch verdient nach all dem. So. So, was brauchst du? Record bitte? Ja, dein aller Vater hat es jetzt hier. So, tschüss, Record und tschüss. Gute Nacht, Sleep-Tight. So, beep, beep, beep und weg. So, wir haben gespeichert, das heißt, jetzt kommen wir nach Onet. Jetzt können wir unsere Teleportation verwenden. Da, 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 da. Onet. Back to the beginning. Ich finde es so schön, dass man hier gleich so eine Stelle hat, wo man wirklich direkt, ja, sich teleportieren kann. So. Frage nur, ich glaube, die Bibliothek, ich war ja so lange nicht mehr. Ich glaube, Bibliothek war ganz oben. Library. So, jetzt wollen wir bitte das Buch haben. Frag mal die Rezeptionsdame. Hi. Ja, es ist nicht notwendig, die Karte abzugeben. Komm im Jahr 2001 wieder, um sie wieder zurückzubringen. War so Anspielung auf 2001 in Space Odyssey? Das ist sehr spezifisch, wie ich finde. Ja, Big Test, Tomorrow, bla bla. Wir haben das schon, ja, das hatten wir schon mal ganz am Anfang gequatscht. Ich will wissen, wo das Buch ist. Ja, es sind Bücher, die eben nicht Overcoming Shyness sind. Guck mal, ob das jetzt für das komplette Regal gilt oder ob ich ja auf so verschiedene. Ja, you found Overcoming Shyness. Ja, Pooh hat das Buch eben. Okay, das ging schnell. Gut, das heißt, wo müssen wir jetzt zurück? Jetzt müssen wir zu dem, ach, Back to the Sumpf, ne? Guck mal, ob ich hier eine freie Linie habe. Na, wenn die alte da nicht durch im Weg steht, dann geht das schon. Bitte lauf mir jetzt nicht in die Quere, oder komm bitte nicht in die Quere, ja? Das wäre ganz nett. So, und zwar die Darkness. Ich liebe es, wirklich. Ja, komm, mit der Straße müsste ja funktionieren, wenn mir jetzt kein Auto irgendwie entgegenkommt. Also... Ach, das Spiel quält einen. Das Spiel quält einen einfach nur. Ne? Selbst Teleportation wird hier zu einer... Nein, nicht Alarm! Quatsch, da will ich doch gar nicht hin. Und nochmal. Ich sehe schon, ich habe meine ganzen Psi-Sachen verbraucht.
Deep Darkness. Und... Oh, ernsthaft, Junge. Geh weg da. Jetzt gehst du weg. So, steh mir bitte nicht im Weg rum jetzt. Wär das bitte möglich? Meine Güte. Was läuft denn auch auf der Straße rum? Das macht man doch nicht, ne? Das heißt natürlich, wir müssen jetzt den ganzen Weg wieder gehen, ne? Eine Abkürzung gibt's da hinten scheinbar nicht. Spaß, yay! Aber mittlerweile sollten wir ein gutes Level haben. Hoffe ich. So, ja, nochmal bei den Kakadu-Fogo. Fogo. Ey, ich kann heute nicht sprechen. Bei dem Kakadu-Fogo. Bei den Kakadu-Vogel. Bei den Telefonvogel-Speicher. Ne, es bist du, bla bla. Ja. Woher weiß mein Vater übrigens, wie viele Erfahrungspunkte wir noch brauchen bis zum nächsten Level? Warum? Das ist mir alles so. So sonderbar hier. Gute Nacht, schlaf gut. Ja, ja. Ich arbeite nicht zu hart. Alles gut, alles gut. So. Na dann. Auf ins Getümmel, würde ich mal sagen. Fogo ganz oben in der Tier-Tier-List bei mir. Naja, der Fogo. Wer kennt ihn nicht, ne? Ach Mensch. Tja. So ist das. Man wird älter. Der Tag neigt seinem Ende zu. Also, ich merke wirklich, ja, das Reden fällt dann immer schwer. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir hier weitergekommen sind. So, kommt der große Kotzhaufen, der mich aber nicht angreift, was der andere. Doch, tut er. Ich wollte schon sagen, er greift mich nicht an. So, ich habe den riesigen Haufen Kotze. Den stehe ich jetzt gegenüber. Ist doch nicht wunderschön. So, spuck dich an, ja. So, überall mit Kotze, bespuckt, ja. Was greift ihr mich an? Das tut weh. Aua. Jetzt spuck ich euch nochmal an. So. Ihr kommt ja nicht weg, ne? Ihr werdet stinken. Ich sag's euch. Ja, jetzt greift ihr immer noch an. Was soll das? Tut weh. Oh, Scheiße, ich löse mich auf. Blablabla. So, und lassen seine Freunde haben Erfahrungspunkte bekommen. Schön. Ah, das sind auch Gegner. Ich hab's euch erkannt. Ah ja, die Schnecken hier wieder. Die Pitbull-Schnecken. Okay. Ja, das kann ich aber gut weghauen, also das geht schon. Teilweise mit einem Schlag. Ich glaube, ich bin auf einem guten Level. Ja, ja. Ich sollte ganz problemlos zu dem schüchternen Stamm kommen. Hm? Auf dem Weg dahin noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Ja, der wartet schon auf mich hier. Ja. Der ist schon gegen Baumstamm gerannt. Na komm, er vorgeschossen, los. Ja, komm. Ich sehe auch, dass du kämpfen möchtest. Dass du ein bisschen spielen willst. Das harte Krokodil. Aber wie, der sieht auch so leicht arrogant aus, oder? Wie er da so sich auf seinem Schwanz aufbäumt und so seine Nase nach oben, ne, neigt und so. Dieses Auge so. Ach. Ist ja der Pöbel. Ja. Der könnte mir nichts anhaben. Ne? Das hat keine Gegner für mich. So, das harte Krokodil ist weich geworden. Butterweich. Ich glaube, das könnte ich ja wirklich als Titelfolge nehmen, so als Episodentitel. Ja. Der seltene Fogo. Oder irgendwie sowas. Okay. Ja, erstmal den Slimy Pile. Der noch schleimigere Haufen. Oh, ich glaube, der schleimige Haufen hat sich damit aufgelöst. Sehr schön. Ja. Ah, ich meine, wenig Schaden. Es geht, okay. Ich kann es abfangen. So. Jeffs Level 52. Oh, Baby. Offensiv um 3, Defensiv um 2, Speed um 2. Baby, IQ um 3.
So, ach, ich sehe schon, hat sich mal wieder ein Bot in meinen Chat verirrt. Bam, 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 bam. Oh, drauf da. Ja, komm, die haben doch keine Chance. Keine Chance hier. Ja, ich dann denke, das ist immer interessant, wenn man nach längerer Zeit mal wieder hier hinkommt, ne, zu den Gebieten. Und einfach mal merkt, wie man sich da, wie leicht man sich da durchkämpft, ne. Also, vorher war es immer so eine Qual. Oh, ja. Und jetzt zum Beispiel komme ich ja easy peasy durch. Das heißt easy peasy, ich muss natürlich trotzdem so ein bisschen auf meine, ja gut, mein Leben achten, das geht gerade noch. Immer schön durch die Suppe warten hier. Immer schön durch die Suppe durch. So. Wir müssten ja eigentlich alsbald da sein. Ich glaube, so ein Helikopter war in der Nähe von dem. Von dem Dorf da oder was das war. Von dem Stamm. Von der Stammeshöhle. Ah, schön, dass sie so schwach sind, ja, dass sie wirklich. Scheint ja wirklich nicht viel Leben zu haben, so 240 oder sowas. So, und das ist auch erledigt. Ja, haben 9994 Erfahrungspunkte und ein Geschenk hinterlassen. Ein Salzpaket. Und das ist nicht dafür, um Schnecken irgendwie verschrumpelt zu lassen. Offensive um 1, Guts um 1, Maximum AP um 3. Paul hat jetzt die Kraft von Psi Thunder Gamma. Sehr schön. Na, schon der nächste Gegner. Oh Gott. Alter, das Gegneraufkommen ist teilweise schon ziemlich krass, ne? Ich laufe so einen Schritt und schon kommen wieder 20 Gegner um die Ecke, ne? Lasst mich doch mal atmen, Leute. Gebt mir etwas Luft zum Atmen. So, weiter, weiter, weiter. Der sieht mich nicht. Ey, doch, die sehen mich. Ich dachte, ich kann mich an dem vorbeischleichen. So einfach war es dann doch nicht. Ach ja. Wieder der Manly Merman oder was, ne? Dü, dü, dü. Oh, sehr schön, der ist weg. Ah, schön. Ich freue mich immer, wenn ich so einen kritischen Treffer lande. Das ist immer wunderbar. Der Manly Fish. Sieht doch nicht männlich aus. Ich meine, was für eine männliche Statur hier. Sowas Fischiges, Männliches habe ich mein ganzes Leben noch nicht gesehen. Ja, haben Erfahrungspunkte. Ness Level 62, Offensive um 1, Maximum AP um 1, Puss Level 51, oh Baby, Offensive um 3, Defensive um 1, Speed um 1, Maximum AP um 2. Puh hat die Kraft von Shield Omega erlernt. Was ziemlich stark ist. Wow, das heißt, ich kann wirklich mich dann richtig stark schützen. So, ja. Ja, bloß nicht von dem Wasser da trinken, ne, von dem Sumpfwasser. Das ist wahrscheinlich nicht so geil, ne. Jo, da bin ich wieder. Ah. Das hat gestunken. Na gut, kein Wunder, wenn. Nein. Ach. Oh. Falsch abgebogen, ich muss links lang. Na, dann greift er an, los, komm. Was macht er? Ja, ich spuck mich wieder an. Okay. Wenn es nur das ist, ich dachte. Das heißt, dass ich anfange zu heulen und dann wieder dauernd daneben treffe. So. Der ist weg. Und dann wollen wir uns natürlich noch um den Fisch kümmern. Der Manly Fish. Ja, perfekt. Mensch. Da ist ja nicht mal ein Treffer. Einen ordentlichen Treffer. Schön zwischen die Kiemen hier, ne? So, 7726.